Hi Leute, willkommen zum heutigen Video. Wir begrüßen euch recht herzlich und es geht heute ums Thema Suplex. Neben mir Magomed, mehrfacher Staatsmeister im Ringen, zu meiner linken Lukas, Pro-MMA-Fighter. Heute dreht sich alles um das Thema Suplex. Wir werden euch jetzt Aufwärmtechniken zeigen, die besonders für den Suplex geeignet sind. Dann werden wir euch verschiedene Variationen zeigen, wie wir im Kampf diesen Suplex ausführen können. Wir werden immer wieder dann Clips sehen von Magomed, von seinen Kämpfen, von den Ringer-Wettkämpfen, von den MMA-Kämpfen, wie er diese verschiedenen Suplex-Variationen einsetzt. Magomed wird jetzt den Lukas zeigen, wie der perfekte Suplex funktioniert. Wir sehen jetzt ein paar spezielle Aufwärmübungen zum Thema Suplex. Also wir fangen mit dem Nacken an. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, 30 Stück circa. Die kann man schon weggeben. Linke Schulter zum Boden, rechte Schulter zum Boden, ideal zum Aufwärmen für die Schultergelenke. Jetzt wird das Nackengelenk aufgewärmt. Bei allen Ausschnitten, die hier im Video gezeigt werden, handelt es sich ausschließlich um Magomeds Wettkämpfe. Anfänger, das ist am besten. Ja, hier eine spezielle Aufwärmübung kann natürlich auch von Anfängern durchgeführt werden, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen sportlichen Background haben. So, jetzt mal ohne Partner. Ja. Ohne Partner, vor und zurück. Und am besten, wenn ihr könnt, fünfmal links zur Aufwärmung, fünfmal rechts. Okay, macht der Lukas gleich? Ja, der Lukas, zeig mal was vor. Auch für die Anfänger gibt es eine interessante Übung. Hier sehen wir eine Variante mit der Hilfe im unteren Rücken. Zweite ist, ich tue einfach runter. Ja, bei der zweiten Variante helfe ich von unten, den Partner nach hinten überzudrehen. Wir greifen unsere Hände, ich spanne die Muskulatur und jetzt lasse ich ihn hier in diese Suplex-Position hinein, in diese Brückenposition und ziehe ihn wieder hoch. Und er kommt wieder in diese Position hinein und ich ziehe ihn wieder hoch. Bevor wir jetzt anfangen, euch diese Techniken zu zeigen, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diese Übungen oder diese Techniken erst einmal mit einem Dummy durchzuführen oder auf einem Weichboden zu trainieren. Lukas wird jetzt ein paar Übungen mit dem Dummy vorzeigen. Wichtig dabei, wenn ihr vorhabt, den Suplex wirklich zu lernen, dann geht in ein professionelles Kampfsportstudio zu einem qualifizierten, geprüften Trainer. Das ist extrem wichtig. Und nicht selbst zu Hause mit einem Sandsack oder einem Wurfdummy herum experimentieren. Wir sehen hier den Griff um die Hüfte, gegriffen mit Gable Lock. Hier. Wenn er jetzt diesen Suplex nach rechts ausführen würde, dann kommt der Griff, wandert jetzt hier zum Hüftknochen. Genau. Und jetzt blockiert er hier den Oberschenkel und ist eng und ladet den Gegner hier mit seiner Hüfte nach oben auf. Ja, genau. Hier sehen wir diese wichtige Vorübung. Ja. Er kommt rein, zieht den Griff rüber, bockt ihn auf und hebt ihn kurz aus. Magomed dreht sich ein, schaut mit dem Kopf über die linke Schulter zur Decke. Der Griff wechselt auf die linke Seite. Das muss er noch machen, muss ich mich selber starten. Georg so. Jetzt sehen wir die ganze Technik.
Durch den dynamischen Ausfallschritt wird die Explosivität dieser Bewegung in den Wurf gebracht. Magomed, zu welchen Problemen kann es im Kampf bei dieser Technik kommen? Es kommt darauf an, ob der Gegner tief steht oder oben steht. Wenn der Gegner meistens unten steht, ist es besser, dass man die erste Variante macht. Aber wenn der Gegner oben steht, zum Beispiel geht man im MMA, bleiben wir unten und er geht auf Gitter und er geht rauf. Und genau wo er rauf geht, um zu verhindern, dass der Gegner so wie hier diesen Griff öffnet, zieht Magomed den Gegner eng an sich und zieht den Suplex nach hinten durch. Nochmal, das heißt für uns, wenn der Gegner jetzt in einer gebückten Position ist, ja, dann ist diese Variante, die wir gerade gezeigt haben, optimal. Wenn der Gegner aber jetzt mit dem Oberkörper hochkommt, dann ist diese Variante von hinten wesentlich besser durchzuführen. Ach so, ja. Bei dieser Variante ist es wichtig, nicht zwischen seine Beine zu steigen. Hier kann er einhaken, ja, und den Suplex verhindern, oder hier kann er auch runtergreifen und mein Bein angreifen. Das heißt jetzt, er kommt mit dem linken Bein vor und das rechte Bein zieht nach. Ja, und beide Beine sind blockiert und er kann nach hinten nicht wegsteigen. Steigt er jedoch vorne weg? Ah, ja. Ich tue einfach hier, dann werfe ich. Ja, ein bisschen oben. Zack. 1, 2. Seine Hüfte ist unter der Hüfte seines Gegners. Also von der Ansteuerung her ist jetzt wichtig. Er steigt ein mit 1, 2. Ja, kommt mit der Hüfte unter seine Hüfte, ladet jetzt auf. Zieht ihn nach hinten und er landet auf dem Rücken. Holt sich natürlich sofort wieder die Kontrolle am Rücken mit der Body Triangle. Der Gegner wird von hinten umklammert und direkt über den Kopf geworfen. Dieser Überwurf hat eine hohe Bewegungsamplitude. Wir sehen jetzt eine Variante, wo über die Brust geworfen wird. Bei dieser Variante drückt Magomed den Gegner in den Cage, holt sich jetzt die Armkontrolle, kommt jetzt mit seiner Hüfte zur Hüfte des Gegners, hebt ihn auf, ladet ihn auf, wirft ihn über die Brust, über die Schulter gedreht zum Boden. Magomed zieht Lukas aus der Cage Wall, ladet ihn auf der Hüfte auf und wirft ihn jetzt über die Brust, über die linke Schulter zum Boden und holt sich hier gleich wieder Kontrolle. In der Mount. Ihr habt jetzt von uns 3 Varianten gesehen. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Techniken, schreibt in die Kommentare. Ich antworte gern. Magomed antwortet natürlich auch gern. Nein. Ja. Ich hoffe, der Lukas hat wieder was dazugelernt für seine MMA-Karriere. Ja. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald auf diesem Kanal. Us. Bis es wieder heißt, na, was hast du? Bleib dabei. Zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag.